Nach dem verheerenden Großbrand im südafrikanischen Johannesburg mit mehr als 70 Toten und zahlreichen Verletzten haben die Vereinten Nationen den Familien und Opfern ihr Beileid ausgesprochen. Das Feuer war in der Nacht zum Donnerstag in einem fünfstöckigen Gebäude in der Innenstadt der Metropole ausgebrochen. Das Haus stand offiziell leer, dennoch sollen dort bis zu 300 Menschen gewohnt haben. Solche Unterkünfte, in denen vor allem Obdachlose ohne Mietvertrag leben, gibt es viele in Johannesburg. Das Feuer war kurz nach Mitternacht ausgebrochen. Augenzeugen sprechen von einer brennenden Kerze, die umgefallen sei und die niemand bemerkt habe. Die Feuerwehr braucht mehrere Stunden, um den Brand zu löschen. Fast 300 Menschen sollen sich in dem Gebäude aufgehalten haben. Die Zahl der geborgenen Todesopfer steigt am Vormittag von Minute zu Minute an. Es ist nicht ausgeschlossen, dass noch mehr Leichen geborgen werden müssen. Meine Schwester und ihre kleine Tochter waren eingeschlossen. Sie hat das Baby zu den Menschen vor dem Haus hinuntergeworfen. Das Kind hat es überlebt, aber meine Schwester, sie ist ums Leben gekommen. Viele Notausgänge waren zugesperrt. Die Menschen konnten nicht raus. Sie sind erstickt oder sie wurden an den Sicherheitsgittern der Ausgänge erdrückt. Auch da waren einige zugesperrt, weil die Hausbewohner Angst vor Kriminellen hatten. Mohammed Said hat gesehen, wie es gebrannt hat. Er wohnt gleich nebenan. Seit 22 Jahren ist er im Rollstuhl. In sein Zimmer muss er getragen werden, jedes Mal. Das Haus, in dem er wohnt, ist ein sogenanntes gekidnapptes Gebäude. Kriminelle Gangs pressen den Menschen hier Mieten ab. In diesen Häusern herrscht ein Klima der Gewalt. Diese Kriminellen attackieren zum Beispiel meinen Bruder, schlagen ihn, bedrohen ihn. Nur mich lassen sie in Ruhe. Sie sehen, in welchem Zustand ich bin, und dann verschonen sie mich. Die anderen aber werden erbarmungslos verfolgt. Mit seinem Telefon hat er den Brand in der Nacht aufgenommen, den Brand im Gebäude nebenan, das auch ein gekidnapptes Haus war. Gebäude wie diese gibt es Hunderte in Johannesburg. Manche, wie das heute ausgebrannte, gehören sogar der Stadt. Aber, so Experten, die Behörden interessierten sich nicht für die heruntergekommene Innenstadt. Johannesburgs Zentrum, das Zentrum der Vergessenen. Am Abend kam der Staatspräsident zum Unglücksort. Was wir aus dieser Katastrophe gelernt haben, ist, dass wir uns dieses Problems widmen müssen, dass wir diese kriminellen Elemente ausmerzen müssen. Diese Kriminellen dürfen verwundbare Menschen nicht länger ausnutzen, diese verwundbaren Menschen, die in der Innenstadt leben. Es ist die schwerste Brandkatastrophe, die Südafrika seit langem widerfahren ist. Ihre Aufarbeitung hat gerade erst begonnen.